Ich sage immer ganz provokant, ich bin verrückt nach Schönheit und Geschwindigkeit. Deswegen bin ich Auktionator bei großen zeitgenössischen Kunstauktionen geworden und Rennfahrer bei wichtigen und weniger wichtigen Rallyes und Rennen. Eines Tages während der ersten Ölkrise, als jeder ziemlich autofeindlich war, sagte ich mir, nun ist die Zeit gekommen, etwas sehr Heldenhaftes und Kommunikatives zu tun und meine beiden Leidenschaften zu vereinen, indem ich meine Rennautos von den führenden Künstlern der Epoche bemalen lasse. Aber ich hatte kein Auto. Also habe ich mich an französische Autodesigner gewandt, die aber auf mein Anliegen nicht so recht reagiert haben. Ich denke, weil sie nicht viel Interesse an Kultur hatten. Aber dann habe ich durch Zufall Jean Todt auf der Straße getroffen. Zu dieser Zeit war Jean Todt ein Rallye-Fahrer, sehr erfolgversprechend, mit einer starken Persönlichkeit. Ich erzählte ihm von meiner Enttäuschung, dass ich kein Auto für mein Projekt finden konnte. Er sagte, ich kenne da jemanden, der das verstehen könnte. Es ist Jochen Nerpach, der Chef der BMW Motorsportabteilung. Dessen Frau ist Galeristin. Der kennt Leute, die Calder und so weiter kennen. Ich fand diese Idee toll, denn BMW hatte ein sehr hohes Image und war auch sportlich sehr stark zu dieser Zeit. Ich ging also mit Jean Todt nach Hause und wir riefen Nerpach an. Der hatte zwar auch kein Auto, versprach aber zu helfen. 15 Minuten später rief er dann zurück und sagte, okay, wir tun es. Un homme excellent. Et il a rappelé et il a dit, on va, eh bien, on en fait une. Im Frühjahr 1975 bemalte der Amerikaner Alexander Calder den BMW 3,0 CSL und legte damit den Grundstein der Artcar-Sammlung. Für den Bildhauer Calder war das Experiment eine ungewöhnliche Herausforderung. Statt eigene Formen zu entwickeln, galt es, die Vorgaben der Technik zu berücksichtigen und durch Bemalung ein individuelles Kunstwerk zu schaffen. Es gibt einen Kritiker, der sagt, was ist ein Calder? Ein Calder ist ein Auto ohne Räder. Wenn du ein Fahrzeug baust, dann setzt du es der Luft, dem Wind und der Laune der Bewegung aus. Ich habe diesem Fahrzeug Klang und Geräusch gegeben, die Dimension eines Rennautos. Für die Bemalung des BMW 3,0 CSL wählte Calder kräftige Farben und anmutig geschwungene Flächen, die er großzügig über Kotflügel, Motorhaube und Autodach verteilt. Dabei machte er sich von den technisch-formalen Zwängen des Mediums Automobil frei. Das Artcar nahm 1975 am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil. Es ist eines der letzten Kunstwerke des amerikanischen Bildhauers. Alexander Calder starb im selben Jahr in New York.